Akira! Akira! Nur uns Tabranen und Gott kennen lernen. Willkommen, liebe Freunde, willkommen zurück zum Programm Ekran. Dankeschön, dass ihr von der Odu Bibes wart. Mein Name ist Eduard Giesbrech und ich freue mich, dich hier bei mir im Studio zu haben. Von der sehe ich hier allein. Und das ist, ich habe ein Thema studiert, eine längere Zeit, viel neue Dach, viel Gebet. Und ich freue mich, dass von der mit die Methode zu kennen. So, das ist ein Thema, was wir an so Teacher Menschen viel gefragt haben, was wir haben über die Geschichte, wo wir alle existieren. Und dort erst als frühes Deine kennen in der Kirche. Aber was frühes Deine kennen, was sie nicht Deine kennen. Und dort hat auch einmal Lehrer sehr viel Streiterie gegeben. Und es ist nicht so, wenn wir an Streiter und uns einmal nicht einig waren kennen. So, ich will Ihnen einfach einladen, wer immer du mit Tauchik oder Tauchik redet, komm mit mir mit und wir werden mal ein bisschen über das Thema nachdenken, was Gott für die frühes hat von der ersten Tag. Ich will anfangen mit 1. Korinther 12, Vers 11, du sagst das so. Aber all das wirkt ein und dasselbe Jesus und teilt einen jeden Donut Tau, als er das will. So, hier redet das von der Gove. Gott, der Jeff uns Gove, der will Gove haben, dass wir prophetisch reden können, du sein Heile, Jesus da unterscheiden. Du sind verschiedenste Sachen, du sind nicht Gove, was er gesagt hat. Und er sagt, ein jeden kriegt von dieser Gove. Und er sagt, diese Gove sind, den Körper, das ist den Körper, Jesus Christi abzubühen. So, und er sagt, er gibt jeden einen von dieser Gove. Dort bedient auch der Frühes. Und dort ist sehr interessant, wenn dann, sei wie einmal, sind ein paar Bibelfers, wo das sagt, der Früh soll still sein, oder sie soll im Stillen lernen, so eine Sache. Und dann, weil das sehr leicht noch Streiter gekommen, ich glaube, aber eher wie an sehr Streiter, was so eine Sache, wo das vielleicht besser sein, dass wir ein bisschen tiefer in der Bibel nachchecken. Was sagt die Bibel? Und du hast eine ganze Bibel. Du sagst nicht bloß gewisse Verse. Wir haben das Alte Testament und das Neue Testament. Und wie weit dort Gott als derselbe Gott über diese ganze Zeit? So in rechter Kapitel 4 haben wir eine Frau, und sie heißt Deborah. Diese Deborah ist eine sehr besondere Frau, denn sie ist eine rechte Frau. Nur Jesua seine Zeit. Jesua hat das Volk Gottes in das Neue versprochene Land nähergelegt. Und dann kommen die verschiedensten Rechter, so als Simson und andere Rechter, und durchmang ist diese Früh, was Deborah heute tut. Und sie lehrt Volk Gottes zu ihrer Zeit, wo sie war, wo sie da war. Sie war die erste Lehrerin von dem ganzen Volk Gottes und sie war eine Prophetenfrau. Und das ist sehr interessant, was über ihr geschrieben wurde. Wir wollen nicht den ganzen Tag lesen, aber in rechter Feier, falsch Feier sagt das so. Zu der Zeit hat Deborah, die prophetische Frau, wird Lapidot seine Frau wie, dort rechter Amt in Israel. So, du sagst, dass zwei Sachen wären. Sie wie eine prophetische Frau und sie hat dort rechter Amt. Wenn wir mal über das Wort Prophet reden, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist einer, der dort die Botschaft von Gott bringt. Das, was Deborah redet. Sie bringt die Botschaft von Gott. Und Deborah war in einer ganz interessanten Zeit, wo sie die Botschaft von Gott bringen wollte. Sie hatte all über 20 Jahre den Krieg in das nie verhaltene Land verloren. Und in Deborah ihre Zeit, dann muss sie mit dem Oberen, wenn es die Fälscher, die jeder Karte stellt, sie greift die Hand an. Und Deborah, sie lädt einen Krieg an, zum Beispiel, so wie Luther. Sie lädt einen Krieg an und sie lädt dort ganze Volk Gottes. Und was sehr interessant ist, dass in ihrer Zeit gewinnen sie dort. Nur 20 Jahre, du wirst auch andere Rechte schweißen. Die hören, du wirst immer waren dort zu verlieren. Und in Deborah ihrer Zeit gewinnen sie den Krieg und können die anderen durchschlagen. So zum Beispiel im 14. Vers sagt Deborah zu Barak. Barak wie der Fürst von der Kriegsherr. Sagt sie so, schlug los, von der hat der Herr Sisera in deine Hände gegeben. So, sie wurde all 20 Jahre verloren. Und nun sage ich, Deborah, im Verrückt, wenn sie weiter von Gott ist, und dann sage ich, von der hat Gott die Jena in deine Hände gegeben. Schlug los, fang an zu kriegen. Und sie wies den Weg, sie warnt, sie lädt und alles dort. Und dort ist ein Prophet seine Abgabe. In 1. Korinther 14, Vers 3, habe ich sehr klar beschrieben, wo ein Prophet seine Abgabe ist. Du sagst, das ist das. Wer aber prophetisch redet,
Red zu Menschen, wodurch ihr gebetet, abgemuntert und getröst worden. So ein Mensch wird durch prophetisch reden, gebetet, abgemuntert und getröst. Und dort wird Deborah dort. Sie verbetet das Volk, sie liert das Volk, sie tröstet das Volk, sie wies dort den Weg. Und auch im Neuen Testament sei wieder zu sein frühes Wort prophetisch reden. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 und 9 sind zum Beispiel die Dichter von Philippus. Philippus wie ein sehr wichtiger Mann im Neuen Testament, aber auch seine Dichter sagt dort, dass sie zu Paulus prophetisch reden. So, das ist sehr interessant, wo wir sehen, dort, wie viele Mal sagen, dass frühes kennen nicht Gott deiner, frühes kennen nicht gebrückt worden, oder dieselbe Stelle sein. Und wie sagen viele Sachen sehr leicht aus, wenn wir über eine Bibel eine Geschichte nur in der nächsten haben. Das ist Deborah, wo prophetisch redet, wo er Volk wieder von Gott sagt, wo Botschaften von Gott bringt. Sie predigt in andere Wirt. Und dann habe ich die Dichter von Philippus, wo in einem Gottesdienst, wahrscheinlich in einem Hüßgottesdienst, Paulus wohnen dann. Ich kann in dieser Stelle nur lesen. Sie wohnen Paulus in der Rede haben. So frühes Rede im Neuen Testament, im Alten Testament. Und welche Wort? Frühes Rede auch im Neuen Testament, nur dem, dass Paulus gesagt hat, dass frühes selber stellen sein. Wir wollen das nun nicht den Tag studieren, wo wir Luther tun. Aber ganz interessant ist, dass prophetische Gov es von all im Alten Testament, auch im Neuen Testament, immer war bemannt und befrühst war. So, der nächste Punkt ist, dass Deborah, wie Hanje von dir ein wunderbares Beispiel, das ist eine sehr interessante Geschichte, eine sehr blöde Geschichte, wo sie den Krieg gewähnen können. Aber sie will nicht bloß eine prophetische Früh, dort sie eine Botschaft bringen. Dort. Sie hat dort ein Recht um, sie hat dort letzte Wort von dem ganzen Volk Israel. Und das wären nicht bloß ein paar Menschen, das wären Tausende, oder vielleicht Millionen Menschen, ich weiß nicht, Krieg war viel. Und was sehr interessant ist, Krieg ist das im vierten Vers gesagt, diese Zeit wie du Deborah, die prophetische Früh, und sie hat dort ein Recht um in Israel. Und was sehr interessant ist, dass jemand kann ein Lehrer sein, oder ein Rechter sein, oder das letzte Wort, wo han, dort ist nicht, dass ich mich selbst dort merke, was. Das passiert immer so, zum Beispiel, wenn ein Präsident gewählt wird, der wird gewählt, oder das Volk Gottes ja an der Anerkennung. Und vielleicht nicht alle immer, aber die große Mehrheit hat. Und so tun auch die Menschen zu Jana Tiet. Sie geben auch die Anerkennung. Und das sei wie im fünften Vers. Sie hat ihren Gerechtsplatz unter den Palm Deborahs zwischen Rama und Bethel, ab dort Beuland im Ephraim. Und die Israeliten kommen durch ihn nur auch zum Gerecht. So, die kommen nur auch in Früh auch, wo soll wir tun? Und dann sehen wir auch im nächsten Kapitel, wo er genannt wird, dass sie die Mutter von Israel ist. Das ist einfach eine Begegnung, dass sie auch ihre tun, oder dass sie auch die Anerkennung geben wird, auch hier dort, wenn sie erst die Rechte früh. Wenn wir wieder im Alten Testament kicken, dann sehen wir auch zum Beispiel Esther. Sie wird als Königin gewählt, zu ihrer Zeit, von einem nicht-jüdischen König. Und sein Rat erfolgt zu dir. Er wird eine große Lehrerschaftsgabe unvertraut von Gott, wenn das wird alles von Gott geführt. Auch sei wie Priscilla im Neuen Testament, Priscilla und Aquila, dort wie ein Ehepaar. Sehr interessant ist, dass in Römer 16 Vers 3, wo zum Beispiel von den Geräten in anderen Städten, sehr interessant ist, dass bei diesen Polit, die früh immer die erste genannt wird. Wen Wort, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann es sogar sein, dass ihre Lehrer sogar stärker wird als die von ihren Mann. Was nicht unbedingt ein Fehler ist, wenn Gott auch will gebrücken. Und sei wie in der Kirche, wo sei deine Zeit, eine sehr starke Lehrer früh. Wenn es immer war, redet Paulus da auch, er bedankt sich zu Priscilla und Aquila für die starke Lehrer, die sie sind und dass sie am helfen können. So, wie sein, dort auch der prophetische Gold, auch was wir nun sehen, dort Rechte um, dort ist im Alten und im Neuen Testament immer wahr, dort frühes dort auch hand. Wie sein, weil ja, du sind meine Männer, was eben geschrieben wurde, aber auch frühes hand dort. Mein dritter Punkt ist, wenn wir uns Jesus in Leben beschicken. Jesus, erstens, er kam durch eine Früh, was gewählt hat, er kann auf diese Welt kommen. Wie weit ihr, dort kann ich durch den Mond kommen. Aber Maria wird gerötet und vertraut, dass Jesus kann auf diese Welt kommen. Eine besondere Ehre, eine besondere
ein besonderes Denk, wenn sie können Gott nur diese Welt bringen. Und wenn wir über Lothar Jesus in Leben sein, sei wie dort, er immer wahre Freund hat, was früher auch wir. Er hat seine 12 Apostel, was 12 Männer wir. Aber wie seine, dort besieht dieser Apostel, hat er früher, für wem er sich sehr viel Titel gibt. Zum Beispiel das Martha und Maria. Und das wäre nicht normal für diese Titel, so viel Titel sich für früher zu Lothar. Aber Jesus, er lässt sich diese Titel immer wahre für früher. In Samaria, in Johannes, das vierte Kapitel, du sei wie dort, hei, durch eine Stadt reist, durch Samarien. Samarien, das wie ein gemischtes Volk, Juden mit anderen Völkern. Und die Juden können das Volk, die Samariter, überhaupt nicht verdrehen. Und dort wie ganz dicht bei, wo sie wohnen, da, und wenn sie wollen mal von einem Eng in Israel gehen oder das andere Eng, dort Fashion kriegt wie Samarien, dann gingen sie durch Amaram, sie gingen einen großen Umweg, damit sie nicht durch Samarien mussten gehen. Aber in der Bibel sagt, dass Jesus, er wird gedreht, durch Samarien zu gehen. Das wäre der erste aufgeschriebene Falsch von an. Und Jesus geht durch. Und Jesus geht in Samarien dann und er setzt sich auf einen Baumstuhl und er fängt mit einer samaritischen Frau an zu reden. Was alles anders wird. Lothar sagt, wie dort diese Frau eine Höhe wird. Sie hat auch 5 Männer gehabt. Sie hat ein sehr zweites Leben. Er lebt wie ganz zu eng. Wenn wir sehen in Johannes, das 4. Kapitel, Vers 39, du sagst, dass viele Samariter in der Stadt geläuften und arm, willst du früh zu ansehen, hei haf mir alles gesagt, was ich getan habe. Hier sei wie dort viele Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, wenn er früh gesagt hat, was du passiert wird. Und sie fangen an Jesus zu glauben. So wie seine, dass diese früh erst so eine Missionarin, so diese eine erste Missionarin in Samarien, wo Jesus andeutet hat. Und als Jesus gestorben wird und abgestorben wird, der erste, was dort wieder sagen können, das wird auch früh. Und Gott hat das alles so reingemerkt, dass du früh am Grab wurde sein. So wie seine, er war die ganze Geschichte. Immer war er, dort frühes können die Botschaft wiederbringen von Jesus Christus. Jesus behandelt frühes nicht so, dass sie bloß mal eine Früh in der Mutter sind. Leider habe ich manchmal viele Mal gesehen, dass frühes, dass bloß das ein Ding, der macht Schaufen, der macht die Kleider waschen, mir Essen merken, und der wird hängen haben. Aber irgendwo wie jeder nicht einen Platz, wie schön wie ein klein bisschen zu sehen. In Dutta hat Galater 3, Vers 28 eine Antwort für uns. Du hast nun keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Wir sind alle eint in Jesus Christus. So, du hast nicht mehr das Unterschied, was wir so viel mal so sehr stark merken, zwischen Mann und Frau. Gott will jün früh ist, was wir tun hier. Gott will jün gebrücken. Und Gott will auch kann, dass die Männer, die mir zuhören, dass die jüne Frühe in der Städte, dass jüne Frühe können anfangen, Gott zu dienen. Im nächsten Programm werden wir ein klein bisschen bechecken, was es mit dieser Bibel steht, dass Frühe selber Stahl sein oder sie selber Stahl und Lehre. So höre ich das nächste Programm wieder, dass wir können ein bisschen sein, was Gott zu sagen hat. So ich will die, bleibe früh und bleibe Mann sein. Gott will mehr von dir. Und dann, dass du in den früheren Monaten Kind an Ola bist, Gott, der will mehr von dir und er will die mehr brücken. Er wird dir helfen. Wenn du die Uina hier anfällt hast und du hast sie immer so gefällt, er kann nicht. Er will dir helfen, da rüberzukommen. Ich will die Mut merken. Ihr hört Gott. Ihr hört Gott, was er dir oben hat. Hört nicht so sehr auf Menschen, was sie sagen, was du kannst und nicht tun kannst. Freu einfach Gott und dort hat er dir Weisheit gegeben, das Reich zu tun. Ich glaube, dort ist ein großes Geheimnis, dass du jetzt erreicht werden kannst. Und ich will dir sagen, mehr Christus bekommt. So als frühes dort gefällt, wird als Jesus abgestorben wird, dort sei können Jesus bekommen. Dort kannst du über von der Ocean da auch noch einmal tun. Du kannst den Menschen sagen, Jesus ist geboren, Jesus ist gestorben, Jesus ist im Himmel gefahren und Jesus will dir die Rettung bringen. So, wenn du Jesus Christus noch nicht hast, dann nimm am an aus deinem persönlichen Heiland und so bosig du dort getan hast, geh in die Welt nennen und jeff dort bekommen, wie es dort mit deinem Leben, wer Jesus Christus ist. Gott will die Brücke und du kannst ein deiner Gottes sein. Ich möchte die Gottes sehen wünschen und bete das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 599-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.